Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um die Marco 2020. Und zwar, um genau zu sein, geht es um Profildefinitionen und normierte Profile und deren Anwendung, wenn man auch bei einem intelligenten Messsystem eben nicht messwertbasiert bilanziert, sondern profilbasiert bilanziert. Also wenn man auch bei einem Smart Meter mit einem Standard-Lastprofil arbeitet. Wie das Ganze funktioniert, dazu kommen wir gleich. Aber erst nochmal, wer sich genau mit dem Standard-Lastprofil beschäftigen möchte, dazu gibt es ein separates Video hier auf diesem Kanal. Warum gibt es jetzt überhaupt diese Idee von Standard-Lastprofilen bei intelligenten Messsystemen? Normalerweise geht es ja beim Smart Meter Rollout darum, dass man echte Werte, echte Viertelstunden-Energiemengen ausliest, die praktisch live überträgt an ein Smart Meter Gateway und dementsprechend auch live nachvollziehen kann, wieso die Energiemengenverteilung wo genau ist. Es geht also einfach um den Gesamtaufwand der Marco 2020 und deswegen hat man eine Unterscheidung zwischen der messwertbasierten Marktlokation, die in einer UTMD im CCI-Segment mit ZC0 angegeben wird, eingeführt, hin eben zur profilbasierten Marktlokation, die in diesem CCI-Segment mit ZA6 angegeben wird. Und eben bei dieser profilbasierten Marktlokation gibt es jetzt die Anforderungen nach Profildefinitionen. Die kennen wir, denn das ist ganz grob gesagt H0, G0, L0 und so weiter und so fort. Das sind die typischen Standard-Lastprofile, die jetzt eben für verschiedenste Kundengruppen angelegt werden. Wie gesagt, dazu gibt es ein separates Video. Das heißt, als erstes überträgt der Verteilnetzbetreiber an den Lieferanten und neuerdings natürlich auch an den Übertragungsnetzbetreiber die Liste der Profildefinitionen. Das heißt, welche Standard-Lastprofile werden im eigenen Netzgebiet, im eigenen Bilanzierungsgebiet angewendet. Diese Übertragung der Profildefinitionen der eigentlichen Liste geschieht über eine UTMD. Wenn dann der Lieferant oder in Zukunft eben auch der Übertragungsnetzbetreiber sagt, okay, das interessiert mich sehr, ich möchte gerne diese normierten Profile, die hinter diesen Definitionen stecken, abonnieren, dann kann er das Ganze mit einer Orders anweisen. Mit der Orders sagt er praktisch dem Verteilnetzbetreiber, schicke mir bitte die konkreten Inhalte und Verläufe deiner angewendeten Standard-Lastprofile und schick mir auch die Updates, wenn du die mal irgendwann neu aufstellst. Ich möchte das gerne haben. Diese wiederum werden dann in einer MS-Cons übertragen. Und in dieser MS-Cons stehen jetzt tatsächlich, wie in einem Standard-Lastprofil, für den Tagesverlauf Energiemengen pro Viertelstunde. Wir müssen ja jetzt trotzdem davon ausgehen, es geht um die Zukunft, es geht um intelligente Messsysteme. Das heißt, wir haben Viertelstunden Energiemengen und eben nicht Zählerstände. Und jetzt wollen wir für jede Viertelstunde ein ja, Verbrauchsverhalten erkennen. Diese normierten Profile heißen aber normierte Profile, weil sie eben auf eine bestimmte Verbrauchsmenge normiert sind. Und diese Verbrauchsmenge sind 1 Million Kilowattstunden pro Jahr. Das ist natürlich eine Verbrauchsmenge, die normalerweise bei einem normalen Verbraucher nicht anfällt, auch nicht bei den größeren Verbrauchern. Deswegen muss man jetzt natürlich mit dieser ja, normierten Menge umgehen. Und das macht man am einfachsten, indem man jetzt die Viertelstunden-Energiemenge, die normiert ist auf 1 Million, einfach durch 1 Million teilt. Da kommt man jetzt auf das Verhältnis auf eine Kilowattstunde pro Jahr gedacht. Und jetzt kann man Folgendes anwenden. Die Jahresverbrauchsprognose, die man natürlich trotzdem für jeden Haushalt, für jeden Gewerbekunden und so weiter hat. Man hat eine Prognose, wie viel verbraucht dieser Kunde im Jahr, weil er das selbst angegeben hat oder weil er eben im letzten Jahr und in den letzten Jahren in etwa so viel verbraucht hat. Jetzt habe ich also pro Viertelstunde meine runtergebrochene Energiemenge und die multipliziere ich jetzt mit der Jahresverbrauchsprognose. Und plötzlich habe ich aus dem Energieverlauf des normierten Profils, was auf 1 Million Kilowattstunden gedacht war, den tatsächlichen Energieverlauf für meine Marktlokation bekommen, weil ich das runtergebrochene mit der Jahresverbrauchsprognose multipliziert habe. Und plötzlich habe ich anhand einer ursprünglichen Profildefinitionsliste, die ich abonniert habe, ein ja, normiertes Profil anhand eines Standardverbrauchs einer bestimmten Kundengruppe bekommen. Und indem ich die Jahresverbrauchsprognose darauf angewendet habe, habe ich eine ja, Verbrauchshistorie, eine Verbrauchszukunft für meine echte Marktlokation bekommen, die so nah wie nur möglich an der Realität ist, weil es eben einen sehr konkreten Tagesverlauf gibt und weil ich die ganz konkrete Jahresverbrauchsprognose angewendet habe. So funktioniert eben in Zukunft die profilbasierte Marktlokation im Sinne
Ja, das Gegenteil zur messwertbasierten Marktlokation. Wenn wir also intelligente Messsysteme mit einem Standard-Lastprofil versehen und auf diese Weise bilanzieren wollen, dann machen wir das auf genau die soeben beschriebene Weise. Das ist natürlich kompliziert. Und das ist für jemanden, der nicht so tief in der Bilanzierung steckt, vielleicht auch ganz schön viel Kauderwelsch gewesen. Solltet ihr euch genauer damit beschäftigen wollen, wie diese ganzen Prozesse genau funktionieren, ob vor der Makro 2020 oder eben auch nach und mit der Makro 2020, dann gibt es bei mir ganz wunderbare, nämlich die besten Seminare rund um die Makro 2020 und ganz allgemein die Prozesse in der Energiewirtschaft. Dazu ein Link in der Videobeschreibung oder geht einfach auf carsten.energy und dort eben auf Seminare oder Beratung. Wenn ihr irgendwelche Fragen jetzt zur Anwendung der Profildefinitionen und der normierten Profile habt, dann schreibt die einfach in die Kommentare. Auch ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr beantwortet haben möchtet mit diesen Videos, schreibt das einfach in die Kommentare. Ich lese das und dann gibt es demnächst neue Videos. Ansonsten, liked das Video, gebt den Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.